Ja, diese Fußball, wir sind alles alte HSVer. So. So ist das. Es kippte gewaltig nach rechts. Du hast nachher nicht mehr Ole HSV gehört, du hast wirklich Ausländer rausgehört und so. Viele Leute denken, St. Pauli wäre so vom Himmel gefallen. 30.000 Antifaschisten in dieser Hütte da jetzt und so wäre das gewesen. Aber so war das natürlich alles überhaupt nicht. Mehr, ne? Wir haben Häuser besetzt und dann haben wir einen Fußballverein besetzt. So war das. Das war eine freundliche Übernahme. Deutschland muss starten, damit wir leben. Woher kam denn damals deine politische Einstellung? Du warst dann in dem Kommunistischen Bund. Wie, als was hast du dich gesehen damals? Ich habe mich eigentlich immer als Anarchist gesehen. Damals gab es Sponti- und Anarcho-Bewegung. Und passenderweise bin ich dann aus dem KB auch rausgeflogen. Wir wohnten da, wie gesagt, in Stalshoop in diesen Betonsilos. Und war eine geile Wohnung, war für WGs gemacht oder Großfamilien. Und da wohnten 6 Leute aus dem KB mit einem Anleiter. Kommunisten sind halt auch sehr so organisiert, ne? Und dann gab es einen anderen Typ, Jörg. Und da kam gerade Punkrock, also 77, 78. In Deutschland kam es ein bisschen später an. Und das erste Pistols-Album, Nevermind the Bollocks. Und das haben wir gehört, dazu 3 kleine Bier getrunken. Und am nächsten Morgen gab es ein WG-Gespräch. Und dann sind wir aus dem Kommunistischen Bund rausgeflogen wegen mangelnder proletarischer Disziplin. Also das denke ich mir gerade nicht aus. So ist das gewesen, so sind die Kommunisten halt auch drauf. Und danach sind dann auch wir beide, dieser Jörg und ich, sind dann in der Anarcho- und Sponti-Bewegung gelandet und haben dann auch ganz bewusst uns von den Kommunisten letztendlich abgegrenzt. Natürlich bist du auf Demos mit denen zusammen gewesen, hast politisch mit denen zusammengearbeitet. Aber dieser Personenkult immer bei den Kommunisten, ne? Stalin, Lenin, Mao, hin und her und so weiter, das ist uns schon damals so tierisch auf den Sack gegangen. Ne? Und wir sind eigentlich, haben uns eher immer als Anarchisten begriffen. Jetzt gibt es, du hast eben vorhin schon kurz angedeutet, es gibt noch eine weitere sehr wichtige Sache in deinem Leben und das ist der Fußball. Ich würde da auch mit einer kurzen Anekdote einsteigen von deinem Freund Udo, mit dem ich gesprochen habe. Damals, der noch, hat etwas dazu gesagt. Bitte, ja. Damals gab es ja noch viele HSV im Fernsehen, da haben sie noch international gespielt. Da war dann Europapokal, war halt der HSV fast immer dabei. Da gab es das dann noch. Und das haben wir schon noch ein paar Jahre verfolgt. Also ich weiß noch, dass wir 1983 nach dem Landesmeisterpokalsieg, das 1:0 gegen Juventus Turin von Felix Magath, da waren wir in der WG aus der Jahrestraße in Winterhude. Da hatten wir irgendwo, also das war Dickens und Ronny, die haben da zusammen gewohnt. Ich habe aber eigentlich auch da mehr oder minder gewohnt. Also eigentlich waren wir 3, wir hingen da immer zusammen grundsätzlich in Winterhude und hatten auch unsere Kneipen. Und da hatten wir dann gemeinsam mit, ich weiß nicht mehr, 12 bis 15 Leuten hatten wir das Endspiel geguckt. Und zwar hatten wir irgendwie da alle möglichen auch Portable-Fernseher mitgebracht, sodass wirklich auch in jedem Raum da in der WG waren Fernseher, auch auf dem Klo, dass man also nichts verpasste, wenn man musste. Und dann haben wir alle möglichen HSV-Utensilien nach dem Abpfiff haben wir uns geschnappt, bis hin zu Dickens HSV-Schlafsack, den er damals hatte. Jawohl, HSV-Schlafsack. Und sind dann die Barmberger Straße runtergezogen zu unserer damaligen Stammkneipe Springbrunn, aber auf der Straße. Und haben die im Prinzip dann mit einem guten Dutzend Leute, haben wir die quasi zur Fußgängerzone erklärt. Aber das war auch kein großes Theater. Die Leute haben auch gehupt und so, aber das war dann eher auch so ein Hubkorso, weil das war ja schon ein großes Ereignis. Landesmeisterpokal. Ja, diese Fußball, wir sind alles alte HSVer. So. So ist das. Wir sind alle irgendwie 60er Baujahr in dem Dreh rum, dein Vater nimmt dich 66 mit, da gab es nur den HSV. St. Pauli hat nicht existiert. Die spielen irgendwo in der 4. Liga oder was, das hat keine Sau interessiert, da waren 1800 Leute, außer die Leute aus dem Stadtteil selber. Aber wenn du Fußballfreak warst, dann wolltest du Uwe Seeler sehen und der HSV ist ein großer, damals großer Verein gewesen. Also Betonung auf dem damals. Und es gibt darüber Diplomarbeiten, unter anderem meine Diplomarbeit, es gibt darüber Fernsehberichte, es gibt darüber Bücher ohne Ende über die Geschichte, wie es im Volksparkstadion beim HSV nach rechts kippte. Und es kippte. Es kippte gewaltig nach rechts. Du hast nachher nicht mehr Ole HSV gehört, du hast wirklich Ausländer rausgehört und so.
Und die Nazis haben damals ganz bewusst rekrutiert in den rechten Stadien, das heißt Dortmund, Borussenfront, Frankfurt, Adlerfront, HSV, die Löwen. Und haben da, und dann haben, hast du da am Anfang hast du noch versucht, da irgendwie gegenzusteuern. Das wurde dann aber richtig, richtig auch ernsthaft gefährlich für uns, dann noch die Spiele des HSV zu besuchen. Und dann sind wir da raus. Und 83 für die Geschichte von der Udo erzählt, die natürlich richtig geil ist. Ich meine, wir hatten 6 Fernseher. Damit du eben beim Pissen und beim Bier holen nie irgendeine Minute dieses Europapokal-Endspiels verpasst hast. Und das war für uns, das weiß ich noch im Nachhinein, ist der letzte Jubel bei einem HSV-Sieg gewesen. Weil dann sind wir raus aus dem Volksvorstand und war für uns klar, das geht nicht mehr. Und dann sind wir... Wir sind Linke gewesen, wir sind Fußballfans gewesen, aber wir hatten keine Heimat mehr, wir hatten keinen Fußballverein mehr, was natürlich irgendwie grauenhaft ist. Und dann kommt die Geschichte mit, jemand sagt, ey, Moment mal, wir sind doch hier sowieso dauernd auf dem Kiez, ne? Dann kommt die Hafenstraße ins Spiel, die einen Steinwurf vom Stadion entfernt ist. Und dann kommt die berühmte Geschichte, Doc Mabuse, der für mich bis heute immer noch viel zu wenig Wertschätzung dafür gekriegt hat, dass Doc Mabuse eben, da ist der Dom. Doc geht nach Hause, kauft sich eine Totenkopffahne, tackert die an Besenstiel und bringt die zum nächsten St. Pauli-Heimspiel mit. Und ab da nimmt die ganze Geschichte ihren Verlauf, die heute in einem neuen Stadion vor 30.000 Leuten und einem Merchandise-Umsatz, der kurz hinter Bayern München ist, landet. Weil die Straße trägt halt Totenkopf. So, ne? Ja. Und das ist das. Also das ist, am Anfang war es auch so, es gibt den alten Stamm bei St. Pauli. Hans Apel, der damalige Verteidigungsminister der BRD, ist Vizepräsident gewesen. Und als wir da ankamen aus der Hafenstraße, lange Haare, Lederklamotten, bunte Haare und so, die waren nicht erfreut. Nein, nein, die waren echt nicht erfreut. So. Aber wir haben den Verein zu dem gemacht, was er letztendlich heute geworden ist, zu einem Aushängeschild im professionellen Fußball. Du gibst dein Gehirn nicht am Eingang ab. Und du bist dir deiner sozialen Verantwortung bewusst, auch als Stadtteilverein. Das sind wir damals, was sind die 150 Aktivisten gewesen und Aktivistinnen gewesen. Und das waren natürlich große Zeiten. Dann geht das noch einher. Dann hast du einen Typen, Volker Ippig, mit einem völlig irren Hahn, Nicaragua-Aufbauhelfer, Ex-Hafenstraßenbewohner. Und der steht im Tor und St. Pauli steigt auch noch auf. Jetzt geht das also einher auch noch mit sportlichem Erfolg. Und dann steht da, du musst dir das vorstellen, also wir reden hier von 1988, ne, wo Kicker und Bildzeitung noch, wo in den Stadien noch deutsche Schlager liefen, aber niemals Punkrock oder so. Also alles noch wirklich so verkrusteter bürgerlicher Scheiß. Und dann steht da der Torwart eines Bundesliga-Clubs, dreht sich vorher um und steht so vor der Kurve mit erhobener linker Faust. Die sind alle Amok gelaufen, so, ne, Bildzeitung und Kicker und so. Das waren großartige Zeiten, waren das. Ne. Hat ganz viel Spaß gemacht in dieser alten Bruchbude Müllerntor, die viele Leute jetzt auch nicht mehr kennen. Viele Leute denken, St. Pauli wäre so vom Himmel gefallen. 30.000 Antifaschisten in dieser Hütte da jetzt und so wäre das gewesen. Aber so war das natürlich alles überhaupt nicht. Ne, ne. Ich glaube, Und ich glaube, wir waren deshalb erfolgreich und das ist ganz wichtig. Ich glaube, es gibt zwei zentrale Punkte, weshalb wir erfolgreich waren. Das eine war, dass dieser alte Stamm und diese alten Vereinsmitglieder und so, dass die gesehen haben, dass wir auch Fußballverrückte sind. Ne? Also wir waren nicht irgendwie eine Soziologiegruppe von der Uni, die da reingegangen ist und mal kurz gesagt, okay, pass mal auf, wir zeigen euch dummen Assis mal ganz kurz, wie man politisch denkt oder so, weil es gerade passt hier oder so, weil es um die Ecke ist, keine Ahnung. Sondern wir sind halt auch absolute Fußballfanatiker. Also, ne? Wir haben geschrien, wir haben geheult, wir sind abgegangen, so. Und der zweite Punkt ist, wir haben Gewalt nie ausgeschlossen. Wir haben Gewalt immer als das letzte Mittel, als Ultima Ratio begriffen. Wenn aber Flugblätter und Labereien, es gab damals in der Nordkurve, gab es eine Gang, die war rechts, wenn das alles nichts genutzt hat, dann gab es eben auch mal nonverbale Aktionen. Allerdings erst dann, als Ultima Ratio, als letztes Mittel, als letzte Vernunft, was das ja heißt. Ne? So. Und ich glaube, das waren die zwei zentralen Punkte. Ja, und dann natürlich auch noch sportlicher Erfolg. Und dann hat das eine Signalwirkung gehabt auf andere linke Fußballfans in Deutschland, die gesehen haben, die Stadien sind eigentlich eher rechts, aber da bewegt sich was. Und dann hat das eine Signalwirkung gehabt. Dann wurden andere Fans sein. Schalke war dann sehr, sehr schnell dabei. Schalke-Fans gegen rechts, das muss man sagen. Die waren auch sehr schnell dabei. Dann irgendwann international mit Celtic Glasgow oder auch im Baskenland. Dann gibt es Verbindung zu Athletic Bilbao, weil die auch eher traditionell links waren. Und plötzlich hast du so dieses... Der Fußball, der den Rechten gehörte, sowohl von den Medien her, als auch von den Fans in den Kurven her, das hast du
massiv aufgebrochen. So, ne? Und es ist sicherlich auch nicht alles Gold, was glänzt auch bei St. Pauli, auch heutzutage nicht, aber ich bin immer noch total stolz, dass ich ein Teil dieser Geschichte war, die wirklich so ein Verein, der mittlerweile mehr Fanclubs als Bayern München auf der Welt hat, glaube ich. Auf jeden Fall mehr als HSV. Na gut, das ist auch nicht schwer. Ein Fanclub in New York City hat zum Beispiel. Ne? Oder du fliegst nach Kuba, hast die St. Pauli-Fans gegen Rechtsaufkleber dabei, stehst in der Hemingway-Kneipe in Havanna, und das ist mir passiert vor 28 Jahren, und wollte in der Hemingway-Kneipe in Havanna auf Kuba die St. Pauli-Fans gegen Rechtsaufkleber anbacken. Und der ganze Tresen war schon zugebackt so, na, davon. Das ist schon weiterhin eine großartige Sache. Wenn man dann darauf achtet, dass man eben nicht nur Politik macht, sondern dass man auch ein Fußballverein ist. Und ich hoffe ja weiterhin, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade dieses Interview führen, ist St. Pauli noch Tabellendritter. Und ich hoffe, dass wir am Ende dann aufsteigen. Denn deine Politik kannst du natürlich auch noch besser verkaufen, wenn bei sportlichem Erfolg. Ist natürlich völlig logisch. Wenn du in der ersten Liga spielst, hast du natürlich auch ein breiteres Spektrum noch. So, ne? Ja, das ist ein kurzer Abriss von der Geschichte. Wie gesagt, dazu gibt es Filme und Bücher, ich glaube Meterbücher wahrscheinlich, über diese Geschichte. Wir haben Häuser besetzt. Und dann haben wir einen Fußballverein besetzt. So war das. Das war eine freundliche Übernahme. So, das muss man mal so sagen, ja. Gab es denn, bevor ihr gekommen seid, rechte Tendenzen bei St. Pauli? Ja, es gab diese eine Gang da. Das war eher ein Schnarchsack-Club, kann man sagen. Und es gab diese eine rechte Gang. Und da wurde dann einmal eben auch nonverbal dann aufgeräumt, in denen ziemlich deutlich gemacht, was Sache ist. Ja, dann gab es die Stadionordnung. Dann haben wir den Verein, sprich die Geschäftsführung des Vereins, gezwungen, als ersten Verein in Deutschland halt homophobe, antisemitische, rassistische Äußerungen, T-Shirts, Plakate und so weiter mit Stadionverbot zu belegen. Auch da ist Schalke gleich nachgezogen, und heute ist es fast Standard, zum Glück. So, ne? Aber das ist alles damals passiert. So, ne? Das, so, ja, 85. Als St. Pauli tatsächlich 2010 ja offiziell 100 Jahre alt geworden ist St. Pauli für uns nicht 100 Jahre alt geworden, sondern für uns ist St. Pauli 25 Jahre alt geworden, weil diese Zeitrechnung für uns ist nicht 1910, sondern 1985. Also es kam alles auf einmal sozusagen. Und auch Musiker natürlich. Also dieser Verein FC St. Pauli ist von Anfang an mit einer bestimmten Art von Musik verbunden gewesen, nämlich Punkrock auch. Später dann auch mit T.S. Uhlmann und Markus Wiebusch von Kettka, Fettes Brot, Bela, ich. Also du hast, glaube ich, keinen Fußballverein auf der Welt, wo so viel Musiker aus einem irgendwie gemeinsamen Genre, okay, Fettes Brot und so ist klar, aber trotzdem, wo du so viele Musiker aus einer bestimmten, sag ich mal, alternativ zumindest Ecke sitzen hast, wie beim FC St. Pauli. Ne? Also Gaslight Anthem ist ja nun wirklich eine Riesenband, und die treten seit Jahr und Tag, haben die St. Pauli-Fahnen über ihren Boxen halt, über den Gitarrenboxen. So, ne? Also diese Strahlkraft auch auf Turbo Negro und Alter, da kannst du stundenlang Musiker finden, die sich mit diesem Verein identifizieren. So, ne? Das ist immer ein ganz großes Ding gewesen. So, ne? Und bei St. Pauli hörst du auch wirklich andere Musik, als die hörst du sonst in keinem anderen Stadion in Deutschland. So, ne? Ich meine, der Einlaufsong zur zweiten Halbzeit, und wenn du Sky guckst und du Sky-Kunde bist, dann die Mannschaften laufen zur zweiten Halbzeit auf und du hörst Antifa-Hooligans von Los Fastidios. Ich meine, wie geil ist das denn bitte, Digga? Und das kannst du bei Sky, hörst du Antifa-Hooligans als Einlaufmusik. Sowas findest du sicherlich nicht bei allen anderen Clubs, sondern... Er wusste ganz genau, wenn sie wirklich versucht hätten, den Tag X durchzuziehen und zu räumen, dann hätte es Tote gegeben. Du warst täglich auf der Titelseite der Bild-Zeitung. So, ne? Man muss sich das vorstellen, das war wirklich eine Bürgerkriegssituation. Wir wollten bezahlbaren Wohnraum und diesen bezahlbaren Wohnraum nicht den Immobilienhaien überlassen. Ich weiß, es klingt jetzt, wie Großvater erzählt, von 1418 oder 3345, aber der Unterschied zum Großvater ist, wir haben für die richtige Sache gekämpft, und der hat damals für Gott und Vaterland gekämpft. Der Unterschied ist ja nun auch mal zu sehen. Deutschland muss sterben, damit wir leben können.